Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Weg in die Gemeinde gefunden habt. Und es gibt eigentlich gar nichts Schöneres, als den Sonntagmorgen genau so mit Gott und mit seinen Kindern zu verbringen oder zu starten. Man sieht das, als der erste Lockdown kam und die ersten Regeln zum Treffen, dann war der Parkplatz super leer. Aber jede Woche muss ich immer weiter hinten parken, weil mit meinen Kindern kann ich nicht so früh kommen, muss ich immer weiter hinten parken. Und das zeigt mir, immer mehr und mehr Menschen kommen zum Gottesdienst und feiern gemeinsam mit dieser Gemeinde. Heute Morgen habe ich ein Video gesehen aus Kanada, wie die Polizei einen Gottesdienst gestürmt hat und die haben die Gemeinde rausgetrieben und die Tür zugemacht und ihr dürft euch hier nicht mehr treffen. Und wie froh bin ich doch, dass wir zu dieser Gemeinde gehören, die einfach ihre Türen offen hält, so gut es geht, solange es geht, und dass die Gemeindeleitung so weise handelt, dass wir innerhalb der Regeln immer noch uns treffen dürfen. Und das ist so schön. Wir hatten am 11. April hatten wir eine Taufe mit 7 Täuflingen und es haben sich schon wieder Leute angemeldet. Wie schön ist das? Und nächste Woche zu Pfingstsonntag wollen wir eine weitere Taufe feiern. 3 Leute haben sich schon angemeldet. Für 2 Taufen 10 Mann, das ist ein guter Schnitt. Wenn wir alle 5 Wochen eine Taufe mit 5 Mann haben, haben wir nach einem Jahr 50 extra Leute in der Gemeinde. Ich denke, das ist auch nicht schlecht. Und ich habe meine Taufe schon 1998 gefeiert. Und ich würde jedem raten, die Taufe auf jeden Fall zu machen, denn durch die Taufe, da gibt es bei Gott richtig gute Extrapunkte. Und ich habe heute schon angefangen, Punkte zu sammeln. Heute Morgen meine Frau, ich habe ihr einen Kaffee gemacht, das gab, glaube ich, 35 Punkte. Ich habe ihr den ans Bett gebracht, gab es 15 Punkte extra. Letzte Woche war Muttertag, da habe ich die Rosen schon vorbestellt. Als ich zum Geschäft kam, waren sie ausverkauft, aber ich hatte sie, das gab richtig Punkte. Und dabei habe ich Domenico, den Schlagzeuger, auch beim Punktemachen erwischt. Ja, für alle, die heute online dabei sind, ich denke, das gibt mindestens 80 Punkte. Für alle, die freiwillig zur Kirche gekommen sind, ich denke, das sind auch nochmal 100 Punkte. Für alle, die gar nicht kommen wollten und trotzdem hier sind, ich glaube, das gibt nochmal 20 Punkte extra. So, wenn ich später was in den Kasten reinschmeiße, meine Spende, da gibt es bestimmt auch noch ein paar Punkte. Und wenn ich mir so mein Punktekonto angucke bei Gott, dann liege ich, glaube ich, ganz gut im Rennen. Gott findet mich bestimmt gut für das alles, was ich getan habe. Und dann kann ich heute Abend jemanden einladen, noch ein Glas Wein trinken. Die paar Minuspunkte kann ich mir sicherlich auch noch erlauben. Ja? Oder? Entschuldigung, ich muss da mal ganz kurz, tut mir leid, wenn ich jetzt den Gottesdienst sprenge, aber tut mir leid, Rudi, ich finde ja dein Feuer und dein Tatendrang und deine Energie, die du hast, um Gottes Gunst irgendwie zu erwerben, finde ich fantastisch. Ja? Und du hast schon ganz viel geleistet für Gott, aber ich will dir sagen, dass du nie in der Lage sein wirst, über Punkte Gottes Gunst vollständig zu erwerben. Mhm. Es gibt, du kennst dich sicherlich in der Bibel aus, aber es gibt ja das Alte Testament, aber es gibt auch das Neue Testament. Und im Neuen Testament gibt es ein Buch, das Buch Römer, das hat Paulus geschrieben. Und dieser Römerbrief, den musst du unbedingt lesen. Und ich lade dich ein, wir treffen uns mal bei mir auf ein Glas Wein. Mit Punkten? Das wären super Punkte. Okay. Ja? Und wir besprechen mal diesen Römerbrief und das, was da drin steht. Und ich verspreche dir, du wirst die ganze Last, die du auf dir, auf deinen Schultern trägst, dieses ständige Punkte sammeln und so weiter, das setzt dich ja unheimlich unter Druck. Das wirst du verlieren und dann wirst du unbeschwert in den nächsten Tag gehen können. Okay, ich warte auf deine Einladung, Andi. Die ist hiermit ausgesprochen. Okay, danke. Gut, ich habe viele Zeugen. Ja. Gut, okay, gut. Ja, ich begrüße euch ganz recht herzlich, auch von meiner Seite. Und vielen Dank für die Musik, vielen Dank für dieses wunderbare Lied. Mir ist wohl in dem Herrn. Und dieses Lied ist letztendlich die Zusammenfassung der guten Botschaft. Was muss ich tun, um
gute Noten zu bekommen beim Lehrer in der Schule? Was muss ich tun, damit meine Soße noch besser schmeckt, noch cremiger wird? Was muss ich tun, damit mein Pizzateig noch fluffiger wird? Was muss ich tun, und da rede ich jetzt zu mir selber, damit mein Rasen im Garten so richtig schön dicht und fest und strapazierfähig und grün ist? Was muss ich tun, damit die Leute mich mögen? Und wir gehen mit diesem Was-muss-ich-tun-Prinzip so durchs Leben. Von vornherein, schon als Baby, fragt sich das Baby vermutlich, was muss ich eigentlich tun, damit Mama kommt und mich füttert? Oder was muss ich tun als Teenager, um diese blöden Pickel endlich loszuwerden? Dieses Was-muss-ich-tun-damit-Prinzip ist allgegenwärtig, ist ständig da. Und ja, das sind alles wichtige Fragen mit dem Rasen und der Pizza und den Schulnoten und so weiter. Aber es gibt eine Frage, die ist so unglaublich wichtig, dass sich wahrscheinlich schon die ersten Menschen gefragt haben, wie oder was muss ich tun, damit ich Frieden mit Gott finde? Damit Gott mich anerkennt und mich gerecht spricht. Und was da eigentlich hintersteht, ist die Angst vorm Tod, vorm Sterben loszuwerden. Und vor allen Dingen die Angst vor dem, was dann folgt. Weil wenn ich Frieden mit Gott habe, was soll mir dann schon passieren? Und Rudi hat uns gerade eine Herangehensweise, eine Strategie gezeigt, die darauf beruht, dass wir uns anstrengen, dass wir unseren Geliebten irgendwelche Blumen schenken oder dass wir Menschen einladen und ich weiß nicht was tun. Gott hat in seiner Größe und in seiner Liebe seinem Volk Israel, den Juden, schon vor tausenden von Jahren einen ganzen Katalog an Gesetzen, Regeln, Richtlinien, über 600 Stück, wenn man mal nachzählt, gegeben. Die kann man dann so einschrumpfen auf die 10 Gebote. Und die zu befolgen, führt dann zum Frieden und zur Gerechtigkeit vor Gott. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, in einem christlichen Elternhaus. Und diese Prägung ist eine ganz besondere. Diese christliche Kultur, in der ich groß geworden bin, die war relativ stark von Regeln geprägt. Und meine Eltern haben sich redlich bemüht, mir die guten Regeln so beizubringen, ja, dass ich mich mit meinem Bruder bitte nicht streiten soll, weil dann weint ja Gott. Ja, oder dass, wenn ich freundlich zu meinen Mitschülern bin und mich nicht prügel, dann freut sich Gott. Und das ist gut. Meine Eltern haben mir richtig was mitgegeben. Sie haben mir was Gutes mitgegeben. Sie haben mir Regeln mitgegeben. Die Frage ist nur, aus welcher Motivation heraus befolge ich diese Regeln? Aus welchem Grund, aus welchem Beweggrund klaue ich diese Schokolade nicht als Kind? Ja, bei uns war immer Coop um der Ecke, ne, da bin ich immer hin und ich habe geklaut wie ein Rabe. Ja, und vermutlich ist deswegen auch Coop nicht mehr hier. Ja, und das habe ich nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, die Regeln meiner Eltern zu befolgen. Aber warum klaue ich das heute nicht mehr? Warum gucke ich der Frau nicht hinten auf den Hintern? Warum gebe ich die richtigen Zahlen bei der Steuererklärung an? Wozu? Was ist mein Beweggrund, dass ich Gutes tue? Oder Schlechtes vermeide. Warum sitzt du hier in dem Gottesdienst?
Warum kommst du jeden Sonntagmorgen hierher? Warum halte ich jetzt diese Predigt? Wozu? Was ist mein Ziel? Was ist meine Motivation? Mein Beweggrund? Manchmal brauchen wir Zeit, um uns mal selbst wirklich ganz tief im Inneren zu fragen, was ist oder wozu mache ich das? Was ist mein Ziel dahinter? Und es gibt so einige Motivationen, die wir haben können, und wir werden jetzt drei davon gleich sehen, die problematisch sein können. Die erste Motivation, die wir haben können, ist, dass wir versuchen, durch unsere Aktivitäten, durch Gutes tun, durch Einladen, durch ständig in den Gottesdienst rennen, durch Lieder singen, durch Lieder schreiben, durch Kochen und alle bewirten und ich weiß nicht was, wir alles Tolles tun können, weil wir insgeheim hoffen, dass wir uns Gottes Zuwendung dadurch, dass wir die irgendwie eher bekommen, als wenn wir das nicht täten. Wisst ihr, Gott ist kein Süßigkeitenautomat, wo ich nur so ganz viel Münzen reinwerfen muss. Früher waren das noch Münzen, ja. Reinwerfen muss und dann irgendwann kommt dann die Belohnung raus. Ja, hast du gut gemacht. Jetzt beglücke ich dich mit meiner Anwesenheit. Ein weiteres Motiv ist, dass wir uns auch manchmal so auch ganz insgeheim vorstellen, dass wir das, was wir Schlechtes tun, immer noch tun, mit Gutem ausgleichen können. Vielleicht plagt dich die Tatsache, dass du in irgendeiner Sünde verstrickt bist, dass du da nicht rauskommst. Sei es irgendeine Sucht, Alkoholismus oder sexuelle Verirrung, sexuelle Sünde, Betrug, was es auch immer sein mag. Es gibt Dinge, die uns manchmal festhalten können. Und du ackerst und machst und tust und versuchst dir insgeheim Gottes Wirken irgendwie zu erarbeiten, dass er dich doch endlich davon befreit. Vielleicht kann ich ja was dazu beitragen. Vielleicht komme ich dann eher daraus. Oder es gibt die Motivation zu sagen, ich mache immer nur gute Sachen und bin immer nett und lade alle ein und ich mache dies und ich mache jenes, damit ich auch die Anerkennung der Menschen bekomme, die um mich herum sind. Das ist meine Motivation. Wisst ihr, ich kenne oder ich komme so ja, aus einer Gemeindekultur als Kind, die war geprägt von so einer, ja, wie soll ich sagen, von so einem Wandel, von so einem Lebenswandel. Ja, da sind die alten Männer mit ihren Anzügen, dann mit ihrer in Leder eingefassten, abgewetzten Bibel dann in den Gottesdienst hineingekommen, ganz stolz und wichtig tuerisch. Und wenn der Pastor dann eine Bibelstelle vorgestellt hat, dann haben die immer ganz laut geblättert und geblättert, bis sie dann an der Stelle waren, wo natürlich als erstes an der Stelle waren, die der Pastor da gerade angezeigt hat, damit alle sehen, wie bibeltreu ich doch bin. Und alle denken, wow, das ist ja ein super Christ. Warum tun wir manchmal solche Dinge? Ich glaube, wir tun solche Dinge, weil wir nach außen hin gerne zeigen, was wir innen gerne wären. Ich wünschte, ich wäre so einer, so ein richtiger Superchrist. So richtig voll erfüllt mit Gottes Geist. Und vielleicht spüre ich ganz leicht, dass ich das gar nicht bin. Und dann spiele ich das. Vielleicht. Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber ich glaube, dass es das gibt. Und solch eine Kultur, die macht aus unserer guten Botschaft, aus der guten Botschaft Gottes,
durch diesen sozialen Druck, der auf uns liegt, wenn wir ständig bemüht sind, die anderen zu beeindrucken mit unserer Bibelkenntnis und weiß nicht was, dann sind wir in einer Sekte. Dann sind wir in einer Sekte. Dann sind wir in einer billigen Religion, die das einzige Ziel hat, bei den anderen Anerkennung zu bekommen und die anderen dürfen ja nicht Schwächen an mir sehen. Das ist es aber nicht. Und ich glaube, so arbeitet der Teufel. Der Teufel, der jubelt uns manchmal so Motive und Beweggründe unter, denen wir manchmal gerne nachgehen, ohne zu wissen, auf welchem Weg wir gerade sind. Und schwupps, sind wir in einer verdrehten Welt. In einem Zusammenhang, in dem uns Gott uns eigentlich gar nicht sehen möchte. Und das macht uns kaputt. Okay, jetzt ist es leicht, hier von hier oben zu sagen, was alles falsch ist und was alles, wie es nicht geht. Ja, das ist immer schön einfach. Ja, ich kann auch zum Beispiel, wen nehme ich denn mal hier? Dich kann ich nehmen, ja, und da kann ich an dir kann ich jetzt hier wunderbar zeigen, wie man Haare nicht schneidet. Wollen wir das mal machen? Okay? Ja, es ist wunderbar einfach, ich kann das super zeigen, so geht's nicht, so macht man das falsch, ja, aber dann mal zu sagen und zu zeigen, wie es eigentlich geht, ist ein ganz anderes Ding, wesentlich schwieriger. Aber wir haben eine Anleitung, wie es geht, das ist unser Wort Gottes, das ist unsere Bibel. Und ich möchte einsteigen, um mal die Frage zu beantworten, oder was muss ich tun, damit ich vor Gott gerecht bin, damit ich Frieden mit Gott habe? Dazu wollen wir uns mal Abraham anschauen. Abraham war hochbetagt, ich glaube in seinen 90ern irgendwo, mit seiner Frau und die haben sich eigentlich schon immer ein Kind gewünscht. Aber es ist nicht gekommen, es ist nicht passiert. Und so stelle ich mir dann vor, wie der Abraham irgendwo in seinem Zelt, in der israelischen Steppe, da irgendwo bei seinen Schafen, mitten in der Nacht wach liegt und sich den Kopf zerbricht und denkt, Mensch Gott, wie ist denn das? Ich wünsche mir doch so sehr Nachkommen. Und was passiert? Gott fordert Abraham aus, wir schauen uns mal diese Textstelle an, aus 1. Mose. Der Herr führte Abraham nach draußen aus seinem Zelt heraus und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Und wahrscheinlich hat Abraham nach 30 Sekunden erkannt, das sind so viele hier in der Wüste, wo absolute Dunkelheit herrscht, und die Sterne, so jeden einzelnen kleinen Stern ich sehen kann. Und dann versprach Gott Abraham, so zahlreich wie die Sterne hier werden deine Nachkommen sein. Und Abraham, jetzt kommt's, und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und jetzt ist das Fantastische an der Bibel und vor allen Dingen an dem Neuen und dem Alten Testament, dass sich diese beiden Teile der Bibel oft gegenseitig erklären. Ja, wenn wir das Alte Testament lesen, dann fallen uns so viele Dinge auf, die wir im Neuen Testament erst gar nicht verstanden haben, aber das Alte Testament erklärt oft das Neue und andersrum auch, dass das Neue Testament, wenn wir das lesen, dass wir dann vieles auch aus dem Alten Testament verstehen. Und so ist es hier auch, denn Paulus hat sich genau diese Stelle genommen, genau diese Stelle, die ich hier gerade vorgelesen habe in Römer 4 und erklärt seinen Lesern diese Stelle. Und ich möchte das mit uns mal kurz lesen. Römer 4, Verse 1 bis 6. Und da steht Folgendes. Durch was wurde er nun gerettet? Also Abraham. Nahm Gott ihn etwa aufgrund seiner guten Taten an? Wäre es so,
dann hätte er Grund, stolz zu sein, Abraham. Ich habe so viele gute Taten gemacht. Ich bin der Held. Gott spricht mich gerecht. Doch aus Gottes Sicht hatte Abraham dazu keinen Anlass. Sprich, Klammer auf, so gut waren Abrahams Taten wahrscheinlich nicht. Klammer zu. Denn was steht in der Schrift, also im Alten Testament? Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Wenn Menschen arbeiten, sagt jetzt Paulus, wenn Menschen arbeiten, erhalten sie ihren Lohn nicht als Geschenk. Ein Arbeiter hat sich verdient, was er bekommt. Durch seine Taten, durch sein Zutun. Gerecht gesprochen aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens und nicht wegen der vielen guten Taten. Und jetzt habe ich hier zwei Worte markiert, das Wort Stolz und das Wort Glauben. Und ich möchte ganz gern auf diese beiden Punkte jetzt im nächsten Teil näher eingehen. Lass uns kurz über den Stolz reden. Der ist das Produkt, der ist das Resultat aus einer Theologie, die darauf setzt, dass ich mein Gerechtsein, mein Frieden mit Gott selbst bewirken kann. Durch meine Aktionen, durch mein vieles Tun. Dann denke ich irgendwann, ich bin der Größte, ich habe es geschafft. Können wir mal die nächste Folie dazu sehen, bitte? Ich habe das genannt, Stolz ist das Ergebnis von Werkgerechtigkeit, also der Gerechtigkeit, die auf Werken, auf Taten beruht. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass der Teufel uns manchmal so bestimmte, ja, verdrehte Ideen unterjubelt. Und weil der Teufel manchmal so sehr gerissen ist, macht es total Sinn, sich mal anzugucken, wie der eigentlich so drauf ist. Weil den Feind und seine Taktik, den sollte man verstehen. Im Jesaja-Buch gibt es eine interessante Stelle, die uns zeigt, wie er so tickt. Und hier spricht der Teufel höchstpersönlich. Ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden über dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Höchsten, ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Er macht das. Er richtet sich auf. Er macht sich zum Großen. Ja, aus seiner Kraft oder aus seiner Idee heraus. Das ist Stolz. Und der Teufel ist der Vater der Lüge, der Teufel ist der Vater des Stolzes und manchmal lassen wir uns davon anstecken. Und ich finde diese Stelle auch so spannend, weil hier in diesem dick gedruckten Teil, Vers 14, dort erkennen wir im Übrigen auch einen ganz zentralen Beleg dafür, dass die Bibel göttlich inspiriert sein muss. Hätte ein Mensch diesen Vers 14 geschrieben, dann würde der vermutlich Anlass lauten. Der würde lauten, ich werde in die Wolken aufsteigen und Gott einholen und mich auf seinen Thron setzen und Gott zum Sklaven machen. Ich werde ihn toppen. Ich werde höher sein. Ich werde der Größte sein. Aber das steht da nicht. Ich werde mich gleich machen, weil selbst der Teufel weiß, dass er nicht so hoch oder höher steigen kann, als Gott eigentlich ist. Was tut nun Glaube, so wie wir das gerade in Römer gelesen haben? Glaube hebt Gottes Leistung hervor. Der Stolz hebt meine Leistung hervor, aber der Glaube hebt Gottes Leistung hervor. Können wir die Folie kurz haben? Der Glaube hebt Gottes Leistung hervor. Und was ist jetzt eigentlich Gottes Leistung? Gottes Leistung ist sein Tod am Kreuz durch Jesus, die Wiederauferstehung und das Wegwaschen unserer Schuld, wenn wir das annehmen. Das ist Gottes Leistung. Und wenn wir das glauben, dann hebt das diese Leistung hervor.
seine Leistung besteht in seiner aus Liebe motivierten Gnade. Und die Gnade Gottes ist immer ein Geschenk. Es ist kein verdientes Ding. Gnade gegen Leistung ist keine Gnade. Und wenn wir diesem Schwindel nachlaufen und meinen, irgendwie durch vieles Tun und im Musikteam und ich weiß nicht was alles, dass wir dadurch uns Gottes Gunst irgendwie erkaufen oder erschleichen können, dann machen wir dieses ganze Konzept von Gnade kaputt. Dann können wir diesen Begriff Gnade aus der Bibel streichen. Aber das Wort Gottes ist ein Wort der Gnade. Und Glaube tut noch etwas. Glaube gibt zu, dass wir aus unserer menschlichen Kraft nicht in der Lage sind, Gottes großen Maßstäben gerecht zu werden. Wir werden demütig. Wir gehen auf die Knie voller Zerbruch und weil wir in einer Sackgasse stecken mit der Punkte-Theologie, die wir vorhin gehört haben. Wir kommen in eine Sackgasse und wir werden zerbrochen auf die Knie gehen, in unserem Zimmer oder im Wald. Und wir werden Gott aus der Tiefe unseres Herzens anrufen und ihn um Hilfe bitten und sagen, Gott, ich gebe das alles ab, ich kann nicht mehr. Mach du bitte. Wir demütigen uns vor uns selbst und vor Gott. Und wir müssen lernen, auch mal in uns hineinzuhören und die Zeit uns zu nehmen, auch mal Ruhe zu haben und uns zu hinterfragen, was sind eigentlich meine Beweggründe, hierher zu kommen oder in der Bibel zu lesen, zu beten. Was ist eigentlich mein Wunsch dahinter? Und wenn du in diesem Zerbruch bist, in deiner Situation, die du hast, dann wird er dich aufrichten. Er wird dich dann aufrichten, wenn du zugibst, ich kann nicht. Das verspricht er. Und ich erzähle das nicht, weil ich das irgendwo gelesen habe, sondern ich erzähle das, weil ich das auch erfahre und erfahren habe. Glaube hebt auch die Beziehung hervor zu Gott. Was möchte denn Gott? Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte eine Beziehung mit uns haben. Und glaubt ihr, dass Gott es toll findet, wenn er erst dann eine Beziehung mit uns eingeht, wenn wir genug geleistet haben? Glaubst du, es würde dir gefallen, wenn du wüsstest, dass dein Ehepartner nur deswegen mit dir zusammen ist, wegen deiner materiellen Vorzüge? Das ist keine Beziehung. Beziehungsweise das ist keine Beziehung von Dauer. Das ist nicht die Beziehung, die Gott mit uns möchte. Keine Beziehung, die auf Leistung beruht. Beziehung basiert nicht auf Leistung. Und jetzt will ich nochmal die Frage stellen und fragen, was muss ich denn nun eigentlich konkret tun? Wir haben jetzt gehört, ich muss glauben. Okay, ich muss glauben. Aber was muss ich tun, damit ich diesen Glauben und diesen Frieden habe? Lass uns mal diese Frage nochmal anschauen. Wie bekommen wir diesen Frieden mit Gott? Und Paulus gibt uns da an einer anderen Stelle, kurz vor diesem vierten Kapitel, in Kapitel 3, eine ganz konkrete Antwort. Lass uns das mal lesen. Römer 3, Vers 22 bis 28. Jetzt hört genau zu. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Okay, Jesus Christus glauben. Und gleich folgt, was das bedeutet. Was heißt eigentlich an Jesus Christus glauben? Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Hier sind diese ganzen Erklärungen. Was heißt Glauben an Jesus Christus eigentlich? Der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird.
Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das heißt Glauben. Und jetzt fragt Paulus ganz provokativ und sagt, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, und von Gott angenommen zu werden? Haben wir irgendwas dazu beigetragen? Haben wir das irgendwie verdient durch unsere vielen Gottesdienstbesuche? Nein. Denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen von irgendwelchen Gesetzen. Jetzt habe ich viel geredet und viel gelesen, und wenn das alles an euch vorbeigegangen ist, dann ist das euer gutes Recht. Ich will ganz gern deswegen ein Bild zeigen. Und zwar, manchmal hilft ja ein Bild ein bisschen, um die Dinge so zu verinnerlichen. Und hier habe ich mal euch einen schönen Baum mitgebracht. Und dieses Bild vom Baum, das kommt uns bekannt vor, weil Jesus selbst auch regelmäßig über Bäume gesprochen hat und diese Bäume als Zeichen oder als Bild verwendet hat, um irgendetwas Wichtiges zu sagen. Und jetzt lass uns mal diesen Baum anschauen. Und da fällt unser Blick erstmal auf die Wurzel. Die Wurzel soll jetzt mal hier das repräsentieren, was wir gerade hier als Glauben mit Hilfe von Paulus gerade kennengelernt haben. Das ist diese Wurzel. Ich sage es nochmal in meinen Worten. Die tiefe innere Überzeugung, dass Jesus für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, um dich und mich unverdient mit Gott zu versöhnen, beziehungsweise uns vor ihm gerecht zu machen. Die persönliche Annahme dieser Tatsache, das ist Glauben, das ist die Wurzel. Und was folgt daraus? Aus dieser Annahme dieser Tatsache resultieren Dankbarkeit. Danke Gott. Aus dieser Dankbarkeit resultiert Freude. Ja, Gott, ich danke dir. Und aus dieser Freude resultiert Kraft. Und all das zusammen, diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, die führen doch dazu in unserem Leben, dass wir Frucht bringen. Das führt durch den großen Stamm hin in die Baumkrone, wo wir all diese guten Taten tun. Und zwar aus dem richtigen Motiv, aus Dankbarkeit und der daraus resultierenden Freude und die Kraft, die Gott uns dadurch gibt. Das ist der Punkt, das ist das eigentliche Motiv. Nicht ich erkaufe mir Gottes Gunst, sondern ich bin Empfänger von Segen, von Gutem durch Gott und gebe das einfach aus Dankbarkeit und einfach zurück, weil ich das dann einfach will. Und was macht der Teufel? Der Diabolos, der Verleumder und Verdreher der Wahrheit, der stellt den Baum auf den Kopf. Und der sagt, ja, du wünschst dir doch die Annahme bei Gott. Du willst doch diesen tiefen inneren Frieden spüren. Du willst doch beflügelt durchs Leben gehen. Gott wird dich segnen, das hat er dir versprochen. Zeig ihm doch, wie sehr du willst. Zeig ihm all diese guten Taten, die du aufgehäuft hast auf dem Altar. Dann wird er wird das sehen. Dann wird er dich segnen mit seinem Heiligen Geist. Das ist falsch rum. So ist es richtig rum. Ich habe euch dazu noch einen kleinen Satz mitgebracht. Glauben, dieser tiefe Glauben, die Verbundenheit in Jesus, erwächst nicht aus den Taten. Das kann ich nicht erzeugen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Taten erwachsen aus Glauben. Und jetzt
stellen wir fest, dass wir manchmal schon einer solchen Täuschung unterliegen. Und in Römer 5, ein Kapitel weiter, dort sagt Paulus noch was ganz Interessantes. Er sagt, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, also er ist jetzt sozusagen einen Schritt weiter, ja, wir haben es verstanden, wir sind von Gott für gerecht erklärt worden und haben dadurch Frieden mit Gott. Ja, wir sind für gerecht erklärt worden und haben Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen, Achtung, voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir haben keine Angst mehr vor dem Tod, vor dem Sterben und was dann folgt, weil wir haben den Frieden, den ich eingangs vorgestellt habe. Und wir haben diese Zuversicht. Das steht alles da. Wir müssen es, glaube ich, regelmäßig lesen und uns das vergegenwärtigen. Und jetzt habe ich in der Vorbereitung auch an die Täuflinge gedacht, die wir vor einigen Wochen hatten und auch die Täuflinge, die jetzt demnächst folgen werden. Die könnten sich ja vielleicht auch fragen, okay, jetzt habe ich mein Leben Jesus gegeben oder ich werde mein Leben Jesus geben und von heute an werde ich wie ausgewechselt sein und nur noch Gutes tun. Ich kann gar nicht mehr sündigen, weil Gottes Geist, der hat mich ja komplett zu einer Maschine gemacht. Und ich bin nur noch gut unterwegs. Bin immer nett, bin nie sauer und klaue auch keine Schokolade mehr. Ihr könnt mir glauben, dass das nicht so ist. Du bist nicht wie ausgewechselt. Du wirst stolpern. Hoffentlich nicht bei der Taufe, aber im Leben wirst du auch fallen und du wirst vielleicht sogar schlimmere Dinge machen als vorher. Kann sein. Paulus schreibt: Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Das bedeutet, ja, ihr seid für gerecht erklärt worden, haben wir gerade alles erfahren, Glaube und so weiter, Haken dran, Haken dran. Und jetzt macht er klar, dass die Sünde trotzdem immer noch drängelt. Sie ist immer noch da und will, dass du fällst. Rechne damit. Was muss ich also tun? Wende dich ab von der Überzeugung, du könntest Gott mit guten Taten beeindrucken oder sonst irgendwie nötigen, irgendetwas für dich zu tun. Du kannst dir auch den Segen Gottes, zum Beispiel durch Heiligen Geist, nicht durch gute Taten verdienen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns selbst demütigen, indem wir erkennen, wie schwach und unfähig wir in vielen, vielen Dingen sind und wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Und vielleicht macht es Sinn, dass du in dein Zimmer gehst und abschließt oder deinen Waldspaziergang machst und betest und dich niederkniest und dich Gott aussetzt. Einfach mal so richtig lange Stille und hineinspürst und deine Hände öffnest und dich nach seiner Gegenwart ausstreckst und dich beschenken lässt. Großer Gott, ich danke dir, dass du Paulus diese Gedanken in den Kopf gesetzt hast, diesen Brief zu schreiben, wo so viel drinsteckt und so viel klar wird, Herr, dass wir uns kaputt machen würden, wenn wir aus unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Energie deine Gunst irgendwie erwerben könnten.
Ich danke dir dafür, dass das nicht stimmt. Ich danke dir dafür, dass du uns in diesem Brief eine Erleichterung schenkst, Herr. Eine wirklich gute Botschaft. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ständig daran erinnerst und jeden, der hier sitzt oder zu Hause zuhört, diesen Frieden schenkst, den wir so brauchen, Herr. Und die falschen Motive, die manchmal so ganz unentdeckt in uns schlummern, dass du die offenbar machst, dass wir uns ja, dieser Motive entledigen können und sie wegschmeißen können, Herr. Herr, und ich danke dir, dass du es auch irgendwie bewirkt hast, dass es dieses Lied gibt, was wir gleich singen werden, wo deutlich wird, dass der Satan uns bange machen will, dass er uns Angst machen will. Na, hat Gott dich wirklich so lieb? Oder glaubst du wirklich, dass du gerettet bist? Dieses Lied gibt uns auch die Antwort. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du diese Leute, die dieses Lied geschrieben haben, dazu befähigt hast. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, gesegnet wird, gesegnet nach Hause gehen kann und diese Wahrheit neu für sich erkennen kann. Amen.